Ich hoffe und freue mich darauf, dass Sie hier im Saal und danach vor allem in Zufallbegegnungsgruppen, habe ich die hier genannt, über China, Digitalisierung, Aufklärung, vielleicht auch Freimaurerei und was immer Sie bewegt, ins Gespräch kommen. Denke ich an die Salons ab dem 18. Jahrhundert, zum Beispiel hier in Berlin und anderswo, sowie an unser heutiges Thema, so fallen mir drei Dinge ein. Erstens zur damaligen Gesprächskultur. Frauenpower befeuerte und befriedete die Salons. Das werden wir heute vielleicht erleben, weiß ich nicht. Kreative Unternehmer kamen mit Philosophen, Diplomaten, Naturwissenschaftlern, Politikern, Literaten ins Gespräch. Die Inhalte der Gespräche blieben persönlich, vielleicht auch, weil die Diskutanten oft Freimaurer waren und diese auch das Schweigen als Tugend zumindest üben. Zweitens, man diskutierte hier und da über China in dieser Zeit, in diesen Salons. Strittig war dabei eine Zeit lang zum Beispiel Kants Lobeshymne auf die Weisheit der Chinesen. Sie sind Kantianer wahrscheinlich. Da Kant den westlichen Kolonialismus als ein Übel für hochentwickelte Kulturen wie die chinesische, die japanische und andere hielt, begrüßte er das Einreiseverbot für Europäer nach China. Sie haben es von Leibniz geholt, ich habe es jetzt mal von Kant geholt. Drittens, zu heute ein Satz. Im heutigen China beschäftigen sich einflussreiche Theoretiker mit den Freimaurern. So zum Beispiel die Schule der neuen Skepsis, deren Frontmann Hixing formulierte, aktuell gelte es, ich zitiere, den Aberglauben der verwestlichten chinesischen Eliten, da meint er die Milliardäre und so weiter, zu untergraben. Denn die Vorgänger dieser Eliten, zum Beispiel chinesische Philosophen der historisch-kritischen Schule, Anhänger der Aufklärung etc., seien ja, zitiere weiter, Freimaurer gewesen, die dem Selbstwertgefühl des Chinesen einen schweren Schlag versetzt hätten. Ich habe nicht gedacht, dass die uns so einschätzen, so stark. Das waren so drei Gedanken in Vorbereitung auf das jetzt folgende Gespräch, was wir natürlich erstmal im Disput, aber dann natürlich mit Ihnen gemeinsam führen wollen. Wir haben zwar vorher eine Stunde gesprochen, aber nicht über China. Ne? Deshalb musste ich alles mitschreiben und war fasziniert von Ihren Ausführungen und von dem Blick in das Gesicht der Pianistin, wenn sie schmunzelnd zustimmte. Ich konnte mich also nicht immer so richtig entscheiden, schreibst du mit oder guckst du dir diese Mimik an. Ich möchte mit zwei Thesen beginnen. These 1. Für mich ist China eine technokratische Autokratie, die proaktiv die Digitalisierung für die Kontrolle der Führung von gewollten gesellschaftlichen Entwicklungen einsetzt. Diese Entwicklung hat neben anderen zum Beispiel den Weltmachtanspruch, ob er jetzt von oben kommt als Mission oder von unten nach oben gehen soll, das weiß ich nicht so richtig. Aber, und ich denke, das ist die These Nummer 1, es gibt auch eine starke Gemeinwohlorientierung in der chinesischen Politik. Da kann man jetzt philosophieren, was ist damit Gemeinwohl gemeint? Vielleicht das Brechtsche erst das Fressen, dann die Moral. Oder wie Mao mal gesagt hat, wir müssen es schaffen, dass jeder die Handvoll Reis hat. Und solange die Chinesen das machen, sollten wir diese Gemeinwohlorientierung nicht unterschätzen im Westen. Im Westen meine ich sowohl Europa wie Amerika oder sonst wen. Und als Basisannahme jeglicher Diskussion mit den Chinesen und unter uns sehen. Diese Gemeinwohlorientierung kann natürlich auch, und da haben Sie mich drauf gebracht, verehrter Professor Pilny, ein asiatisches Thema überhaupt sein. Und man muss überlegen, ob das in demokratischer und in diktatorischer Form geht. Frage, weiß ich nicht.
Auf alle Fälle ist sie flexibel ausgestattet oder anders gesagt, Marx, Lenin, Mao hätten mit der Planwirtschaft es geschafft, wenn sie digitalisiert gewesen wären. Damit ist die Planwirtschaft eben nicht ad acta gelegt mit Digitalisierung. Von daher muss man so ein bisschen überlegen, die sind leidensfähig, die sind lernfähig, die Chinesen, aber solange es denen im Wohlstand gut geht, These 1, ist das System, ist die Politik dynamisch. Das ist meine These 1. Ich hau noch eine hinterher, die sieht nicht viel besser aus für die westlichen Demokratien. Ich behaupte einmal frech, Europa, und da will ich es mal lassen, lässt sich von der Digitalisierung instrumentalisieren, versucht reaktiv diese zu begrenzen. Zum Beispiel, was darf KI, wie muss ich KI zeigen, wo muss sie eingeschränkt werden. Diese reaktive Begrenzung der Digitalisierung in unserer derzeitigen europäischen Politik wird abgeleitet von einer Zielvorstellung des bürgerlichen Humanismus der Aufklärungszeit. Diese Ziele muss man meines Erachtens hinterfragen. Auf alle Fälle ist ihre Vermittlung überaltert. Es bedarf also, These 2, bei uns, ich sag mal im Westen, eines gesellschaftlichen Diskurses, von mir aus auch KI gestützt, um eine demokratische Alternative mit diesen Phänomenen, über die Sie aufschlussreich berichtet haben, zu entwickeln. Ja, soweit vielleicht mal etwas zentral, etwas strategisch gegen die Punkte gehalten. Fangen wir doch an, lieber verehrter Herr Professor, mit der ersten These. Solange es denen gut geht und Auswüchse schnell reguliert werden können, bei Immobilienerwerb durch chinesische Familien oder anders, wenn das zu hoch kocht, greift das Politbüro ein, hat alle Daten dafür. Solange das so ist, müssen wir uns echt was einfallen lassen im Westen. Gehen Sie damit? Absolut, absolut. Nein, nein, das ist ganz meine Meinung. Das meinte ich vorhin, ich habe es indirekt angedeutet. Es wird oft in der Presse der Grad der Politisierung der Mittelschicht überschätzt. Wir dürfen nicht vergessen, die chinesische Mittelschicht wird in den nächsten 5 Jahren auf eine Größe anwachsen. Das ist größer als die Gesamtzahl der US-Bürger mit Europa zusammengenommen. Das heißt, wir reden von 200-300 Millionen Menschen, die hohe Qualitätsansprüche haben und so weiter und so weiter. Die sind in keinster Weise politisch. Das heißt, diese Sache demokratischer Kesseldruck und so weiter und so weiter, das ist dort nicht so verbreitet. Die Mittelschicht dort gerät in Wallung, wenn sie direkt betroffen ist. Das hat man immer mal wieder gesehen, vergiftetes Milchpulver, ein Hochgeschwindigkeitszug, der aus der Kurve kippt, oder ich habe ein 3-Millionen-Dollar- Kondo in Peking gekauft und kann aber nicht mal 500 Meter weit gucken oder so. Das bringt die Mittelschicht dann punktuell in Wallung. Aber ansonsten geht es in der Tat um die Mehrung des persönlichen und des kollektiven Wohlstandes. Und da möchte ich es nochmal ganz kristallklar aussprechen. Da hat China Großartiges, ja Einmaliges geleistet, weil wirklich gelungen ist, in den letzten 40 Jahren 400 bis 500 Millionen Menschen aus der absoluten Armut emporzuheben. Ich habe immer gerne den Direktvergleich mit Indien. Ich habe auch ein Buch mal geschrieben, Direktvergleich zwischen Indien und China. Wenn Sie sich da die Bilanz von Indien anschauen, die ist beschämend, die ist erbärmlich. Wenn Sie den sogenannten Gini-Koeffizienten anschauen, also ganz salopp gesagt, Indien ist ähnlich groß, ähnlich alt und ähnlich bedeutsam wie China. Es sind also 1,35 Milliarden Menschen und so weiter. Wenn Sie sich die Analphabetenrate anschauen, China, Indien, wenn Sie sich den Wohlstand und so weiter anschauen, das ist ganz grauenhaft. Ja, und was bringt es uns dann, wenn sich Indien immer regelmäßig damit brüstet, wir sind die größte
Demokratie der Welt und hier und da und so weiter. Also ich finde es ganz grauenhaft und ich finde, es wird viel zu wenig anerkannt, was den Chinesen da gelungen ist. Und wie ich vorhin schon andeutete, die sind eben geistig sehr agil, auch so ein neudeutsches Wort, was sehr populär ist. Die sind sehr agil. Die probieren halt 4, 5 Sachen gleichzeitig aus und sind sehr pragmatisch. Die machen das, was funktioniert. Und deswegen, das habe ich auch anklingen lassen, dieser allerneueste Fokus auf Common Prosperity, das ist ja das neueste Schlagwort, was Xi Jinping jetzt gerade vor ein paar Monaten in den Vordergrund gestellt hat. Ich glaube nicht, dass das aufgesetzt ist. Vielmehr ist das der Markenkern der chinesischen kommunistischen Partei. Und das ist der Deal, um es mal wieder in westlicher Sprache, der Deal ist Verzicht auf demokratische Teilhabe. Das heißt, die politische Dynastie ist die legitime Nachfolgerin der kaiserlichen Dynastie. Und solange sie dafür sorgt, dass jeder genügend zu essen hat und so weiter, können sie machen, was notwendig ist. Und dazu kommt jetzt dann dieser starke Kollektivismus, dass der Einzelne in der Regel immer zurücktritt hinter dem Gemeinwohl. Und deswegen kann man auch sehr gut nachvollziehen, dass von chinesischer Seite dieser überbordende Individualismus hier im Westen kritisiert wird. Und man muss wirklich feststellen, das ist meine ganz private Meinung, dass der wirklich abscheuliche Blüten treibt hier. Und dieser Kult, das goldene Kalb der Selbstverwirklichung und diese Minoritätengruppe und diesen, ich will gar nicht ins Detail gehen, der ist zum Teil übersteigert und extrem gefährlich. Und jetzt kann man sagen, na gut, die machen das andere extrem, ist aber nicht so, weil China ist bei weitem nicht so homogen, wie es von außen betrachtet wirkt. Und ähnlich wie in der DDR, also China ist natürlich mehr als eine aufgeblähte DDR, aber es ist ja kein Geheimnis, dass man in solchen Systemen, wenn man ein gewisses Wohlverhalten an den Tag legt, sich trotzdem innere Rückzugsorte und so weiter, Betätigungsmöglichkeiten sichern kann. Und so ähnlich ist es auch in China. Und nach wie vor ganz wichtig, China ist was ganz Neues. Das ist ein historisch einmaliges Experiment, weil es hat verschiedene Elemente des Kapitalismus und des Sozialismus und so weiter. Und Sie haben es völlig zutreffend gesagt, auch der sogenannte Marxismus, Marx, Engels und so weiter, ist ja nichts Chinesisches. Das wurde halt importiert im 19. Jahrhundert, genau wie es die Japaner importiert haben, aber mit dieser typisch pragmatisch chinesischen Sichtweise. Ja, gucken wir mal, was der Karl Marx zu sagen hat und dann wird das adaptiert. Aber ich lehne mich jetzt aus dem Fenster. Aber schon immer war der Marxismus und Leninismus in China in erster Linie ein chinesischer Marxismus und erst in zweiter Linie ein Marxismus. Also das ist wieder diese typische europäische Selbstüberschätzung. Die haben nicht den Marxismus importiert oder den Leninismus. Die haben gewisse Konstrukte gescreent, sich das reingeholt und auf die chinesische Realität adaptiert. Und deswegen war es schon immer eine Art dritter Weg. Und jetzt wird es halt zum ersten Mal richtig spannend, weil sie jetzt nach 40 Jahren atemlosen Wachstums mehr oder minder gleichgezogen haben. Und die nächsten Jahre sind super spannend, weil jetzt wird sich zeigen, was dann passiert, wenn man mit dieser DNA, dieser Software, die die Chinesen haben, verbunden mit der Hardware, die sie jetzt auf dem gleichen Level haben wie wir, was damit jetzt dann angestellt wird. Das ist sehr spannend. Und das jedoch, das, wir sind uns, glaube ich, sehr einig. Ja. Ich befürchte auch. Also, so viel zum Streitgespräch. Ja, fällt aus. Fällt aus. Wenn das natürlich so ist, was hat denn der Westen für Chancen? Tja. Also, wenn wir uns einig sind mit dieser düsteren Einschätzung, die Werte des Westens haben versagt, die haben clever alles adaptiert, was ins System passt, um am Ende wieder Kaiserreich zu sein unter Führung des Politbüros. Was haben wir denn dann für Chancen? Vorhin habe ich mir aufgeschrieben, ja, wir müssen mit einer Stimme sprechen. Das klingt aber jetzt sehr hoffnungslos. Sie haben es in einen anderen Zusammenhang gebracht, im wirtschaftlichen. Wir schreien jetzt da mit einer Stimme dagegen an oder was machen wir?
Ja, das ist die große Frage und ich bin da nicht nur optimistisch. Wie gesagt, die letzten zwei Dekaden sind für mich verloren und Europa, aber das Window, das Fenster schließt sich immer mehr, dass Europa noch mitspielen kann. Also das Problem ist einfach, werden wir in eine sogenannte bipolare chinesisch-amerikanische Struktur hineinrutschen oder wird es Europa verstehen, sich sozusagen wie bei so einem Tripod als drittes Bein zu behaupten. Und das wird meines Erachtens nur dann gelingen, wenn es gelingt, diese Partikularinteressen unter einen Hut zu bringen. Ich habe das Beispiel vorhin schon angeschnitten. Gucken Sie nach Südosteuropa, 16+1. Natürlich gibt es da jetzt sehr viel ideologischen Nebel. Jetzt gibt es die ganzen Journalisten, die sagen, ja, aber die Chinesen haben es ja dann am Ende doch nicht geschafft, Osteuropa von Brüssel zu entzweien oder zu entfremden. Und die Darlehen und die Kreditzinsen sind ja ohnehin zu hoch oder so. Das ist alles, glaube ich, nicht das Thema. Das Thema ist, dass die Chinesen einmal mehr durch langfristige, geschickte, geostrategische Vorgänge es geschafft haben, sich wichtige Häfen zu sichern, dass sie es geschafft haben, die Schnellzugverbindung zwischen Belgrad und Budapest in die Tat umzusetzen, was die EU eben nicht geschafft hat und so weiter. Das heißt, die Chinesen machen und wir kommentieren, um es mal sehr harmlos auszudrücken. Und das ist auf die Dauer natürlich ein Recipe for Disaster. Also Sigmar Gabriel, der Vorsitzende der Atlantikbrücke, hat es wunderbar benannt, wo er gesagt hat, das Problem ist jetzt nicht, dass die Chinesen so einen diabolischen Weltbeherrschungsplan haben. Das Problem ist, dass wir keinen Plan haben. Und das ist leider so. Ja, und es ist ja nicht nur der Plan, es ist auch die Umsetzung. Wenn ich jetzt mal auf die Seitenstraße komme. Wir haben keinen Plan und setzen ihn um. Wir haben keinen Plan und setzen ihn um. Und das mit verschiedenen Stimmen. Ja, genau. In verschiedenen Richtungen. Aber ich komme noch auf die Seitenstraße zurück, um vielleicht auch das noch ein bisschen einzubinden. Wenn ich es richtig sehe, sind da über 40 Staaten dabei. Wenn ich es richtig sehe, sind die alle überschuldet in den Projekten, die da laufen. Wenn man bestimmten Finanzanalysten glauben kann, ist die Tragfähigkeit der Schulden, die man bei Chinesen haben sollte, maximal 10% der Wirtschaftsleistung pro Jahr, maximal 6%. Bei 10% stehen die. Das heißt, wenn wir jetzt hier Politbüro sind, die 40 Staaten haben wir doch schon in der Hand. Und die, die uns das bringen, was wir wollen politisch, auch innerhalb der EU, und die zerstritten sind, die kriegen eben Kreditaussetzung oder einen gewissen Verzicht. Und bei den anderen treiben wir das Geld ein, sind sie platt. Also es geht ja gar nicht nur um den Plan. Das läuft doch schon, oder? Natürlich läuft es. Aber nochmal, und das ist ein Punkt, der mich sehr, sehr reizt immer. Das, was die Chinesen da machen, ist nichts anderes als das, was die USA seit dem Ersten Weltkrieg machen und das, was Great Britain im 19. Jahrhundert, das ist Scheckbuchdiplomatie. Und was mich immer stört, also jetzt nicht in diesem Gespräch, ist, dass der Westen sich immer diese moralische Stammtischhoheit sichert. So von wegen, ja, die bösen Chinesen locken jetzt diese Länder in die Abhängigkeit und tricksen die aus oder so. Die Länder, keiner zwingt die Länder, das zu unterschreiben. Und da nehme ich die Chinesen auch wirklich wörtlich. One Road, One Belt, das ist ja umbenannt worden in Belt and Road Initiative, um den Plattformcharakter hervorzuheben. Das ist eine offene Plattform und viele Länder stehen Schlange, ob Georgien oder Zentralasien, die prügeln sich gerade dazu, angebunden und eingebunden zu werden. Und ja, da werden Darlehen vertrieben, aber wenn Sie sich mal zum Beispiel die japanische ODA-Agentur anschauen, die Entwicklungshilfe verteilen oder auch die ADB, die Asian Development Bank oder so, das sind zum Teil viel strengere Kriterien als bei der Asia Infrastructure Development. Also was ich, lange Rede, kurzer Sinn, die Chinesen machen nichts anderes als das, was die USA in den letzten 40 Jahren ihrer sogenannten Hegemonie gemacht haben, bloß machen sie es halt geschickter und zunehmend erfolgreicher. Und vielleicht mit mehr Ressourcen. Und mit mehr Ressourcen. Heißt, die Schlacht haben wir verloren. Nein, so weit würde ich jetzt auch nicht gehen. Man muss ja noch ein bisschen Hoffnung aufbewahren. Wir wollen das diskutieren. Sonst könnten wir gleich zum Essen übergehen. Wir müssen ja noch die Spannung aufrechterhalten. Nein, wenn wir es hinkriegen würden, jetzt
dann besteht noch Hoffnung. Können Sie das ein bisschen differenzieren, auf was sich die Hoffnung gründet? Weil das ist mir dann doch zu allgemein. Also das, ja. Das muss schon sein. Ja. Nein, Stichwort Innovationsfähigkeit. Ja. Jetzt beschweren sich wieder alle, dass jetzt die deutschen Automobilhersteller, wenn sie nun in Foschan oder was weiß ich, wo dann hinwollen, ihre Technologie abliefern müssen. Das ist schon seit 40 Jahren so. Das nennt man den sogenannten Microsoft-Faktor. Die haben diese ganzen globalen Großunternehmen rechnen sich das genau durch. Die wissen genau, wenn ich in den und den Markt gehe, werde ich in 3, 5 oder 10 Jahren meine Schlüsseltechnologie verloren haben durch Kopie, aber wie viel Marktanteil habe ich dann in diesen 3, 5 und 10 Jahren? Das ist eine ganz nüchterne SWOT-Analyse. Die gibt es schon seit Jahrzehnten. Und so geht man eben auch vor, wenn man in den chinesischen Markt geht, kann ich es mir leisten, nicht dabei zu sein oder will ich dabei sein und was kostet mich das? Also, weil jetzt auch wieder gerade jetzt im aktuellen Nicht-Handelsblatt Wirtschaftswoche wieder diese Schlagzeilen schon immer, China-Falle, das China-Syndrom und jetzt regen sich alle auf, dass 2/3 aller DAX-Konzerne eine zu große China-Exposure haben und so weiter. Und das bringt mich immer auf die Palme, weil die tun alles so, als ob das jetzt die Entdeckung des Monats wäre. Das weiß jeder seit Monaten. Das ist einfach ein ganz nüchternes Geschäft. Marktanteil gegen Kopien oder Ablieferung der Technologie. Man kann es aber auch versuchen, geschickter zu machen. Und da habe ich vorhin auch aus dem Nähkästchen geplaudert. Da gibt es nach wie vor viele Unternehmen, die viel zu blauäugig an solche Sachen rangehen. Aber man kann schon versuchen, durch eine geschickte Strategie die Kronjuwelen hier zu behalten und so weiter und so weiter. Was ich aber einräume, ist, dass durch Corona leider jetzt in den letzten 1,5 Jahren dieser Prozess, der Domestizierung der chinesischen Wirtschaft richtig den Turbo bekommen hat, weil die deutschen Unternehmen können eben keine After-Sales-Service mehr machen, die können keine Service-Leute mehr rüberschicken und so weiter und so weiter. Das heißt, viele von diesen Themen, die kann man nur bedingt online machen. Das heißt, da findet jetzt sehr viel unfreiwilliger Technologietransfer statt und viele Unternehmen werden auch gezwungen, ihre Präsenz in China entweder neu zu überdenken oder richtig nach oben zu fahren. Mit anderen Worten, diese fast schon Isolationstendenz in China, ausgelöst durch Corona und diese strengen Quarantänevorschriften, die wirken sich zugunsten der Chinesen aus. Das heißt, dieses Qualitätswachstum im Wachstum wird jetzt nochmal beschleunigt durch die Corona-Krise. Und deswegen stehen die Chinesen ja prima da mit dieser Zwei-Kreislauf-Theorie. Habe ich ja vorhin angedeutet, nur um es mal kurz zu erklären. Das ist ja im neuesten, im 14. Fünfjahresplan ist das ja die neue Theorie und die besagt eben, dass China sich ein Stück weit aus dem internationalen Kreislauf zurückzieht und nur noch punktuell mitmacht, wo es eben von Nutzen ist für China und dass im Übrigen der ganze Fokus dem Binnenmarkt gilt. Also das war jetzt die Übersetzung sozusagen. Und man kann sich das vorstellen wie so ein altes Fahrrad aus dem 19. Jahrhundert, so ein riesiges Rad und dann ist das so ein kleines Rad. Und mit anderen Worten, der Fokus, und das ist eben neu, im 13. Fünfjahresplan wurde das schon angedeutet, dass der Fokus weggeht von dieser Billigproduktion, der Exportfixierung und so weiter und dass die Qualität, eben weil die auch eine gewisse konfuzianistische Verpflichtung haben, für eine harmonische Gesellschaft und harmonische Natur zu sorgen. Deswegen wird der Fokus erneut gelenkt auf die Konsolidierung im Innen, Erhöhung der Qualität und der Wertschöpfung. Und nur punktuell, das ist das kleine Rad, soll noch Technologie rangeholt werden, wo es denn nötig ist. Und Klammer auf, natürlich ist der geheime Plan der Chinesen, dass irgendwie beim 15. Fünfjahresplan dann die beiden Räder ungefähr gleich groß sind. Weil dann, spätestens dann, soll ja China auch die globale Supermacht Nummer 1 sein. Und der Plan scheint aber auch aufzugehen, wie ich gerade sagte, weil dank des riesigen Binnenmarktes mit enorm gestiegenem Kaufkraftwachstum in Kombination mit Innovationsoffensiven im Binnenmarkt kombiniert mit gezieltem Zukauf oder
Abdrücken von Technologie, auch durch Corona bedingt, kann es sehr gut sein, dass diese 10 Branchen in diesem berühmten Strategieplan Made in China 2025, der 2015 veröffentlicht wurde, wo genau 10 Branchen vorgegeben wurden, kann sogar gut sein, dass der dadurch dann aufgeht. Also das sind sehr spannende Entwicklungen gerade. Und einmal mehr hat der Westen da nur sehr beschränkte Einflussmöglichkeiten, also können wir in der Diskussion gerne vertiefen. Ein Hoffnungsschimmer, den ich sehe, ist das Regional Economic Comprehensive Partnership, das RCEP, das besagt, das wurde letztes Jahr verabschiedet, ist aber noch nicht umgesetzt. Das wäre dann die größte Freihandelszone der Welt. Das sind eben die 10 ASEAN-Staaten, also die südostasiatischen Staaten, kombiniert mit China, Japan und Südkorea. Das sind also 13 Länder. Und das hat wirklich eine explosive Wirkung langfristig, weil 80% aller Zölle sollen da wegfallen und so weiter. Das bedeutet für deutsche Unternehmen, denen ich seit jeher auch immer eine China Plus One Strategy empfohlen hätte und habe, dass es jetzt noch mehr Sinn macht, sich zum Beispiel irgendwo in Südostasien, in relativ sicheren Gewässern, eine starke Niederlassung zu suchen und dann stark davon zu profitieren, dass man da diesen riesigen Binnenmarkt hat. Also das ist eine Entwicklung, die vielleicht dafür sorgen könnte, dass man nicht mehr so abhängig ist von China. Also das ist auch ein sehr spannendes Thema, internationale Trade Policy und wie sich das geopolitisch alles entwickelt. Etwas pessimistischer bin ich, um der Frage zuvorzukommen, was dieses ganze verschwurbelte Konzept des Indo-Pazifik betrifft, was ja jetzt so lanciert wurde von den USA oder auch dieses Quad-Format oder auch AUKUS, also mit diesen U-Booten. Das ist alles eine sehr angelsächsische Nummer. Das ist USA und England mit den alten Spießgesellen, mit Australien und so weiter. Das hat nicht genügend Traction, wie man so schön sagen würde. Aber RCEP zum Beispiel, das war ja der Nachfolger von TPP, das könnte nochmal so eine Art Gegengewicht bilden. Aber die Chinesen sind halt leider auch viel schlauer als so manche Westler. Mein Lieblingsbild ist übrigens, weil ich bin passionierter Go-Spieler und habe früher auch sehr viel Schach gespielt, und Bobby Fischer, der Late Bobby Fischer, hat ja eben kurz vor seinem Tod gesagt, also dass Schachspiel so eine Art schwarzer Peter im Vergleich zum Go-Spiel ist. Und das stimmt leider auch, muss ich leider mal sagen, weil das ist dreidimensionales Schach. Deswegen ist für mich der wirkliche Durchbruch, der echte Paradigmenwechsel bei der künstlichen Intelligenz war, als der amtierende südkoreanische Go-Weltmeister geschlagen wurde. Im Schach, das geht ja gerade noch, aber im Go-Spiel. Und wenn Sie wissen, oder das wissen Sie ja sicher, dass wirklich in der Schule und in jeder Militärakademie und in jedem Business-Consulting-Kurs wird nicht nur Sun Tzu mit den Strategemen gelehrt, sondern auch Go-Spiel, auch die japanischen Generäle im Zweiten. Es sind alles passionierte Go-Spieler. Das gibt uns einen Vorgeschmack darauf, wie eben globale Spiele gespielt werden können. Einstein hier, Einstein da. Also ich habe oft so Großmeisterpartien verfolgt. Das ist faszinierend. Einstein da, noch ein Stein da, dann Viertelstunde nachdenken, ein vierter Stein und dann sagt der andere, ich gebe auf. Und man hat überhaupt gar nichts gesehen. Der hat irgendwie 23,4 Millionen Züge im Voraus berechnet und dann noch drei. Also ich weiß nicht, wie das geht. Da ist sicher auch eine spirituelle Komponente dabei. Ja. Nochmal zurück. Also, wir lernen von den Chinesen, dass wir schlauer werden müssen, dass wir leidensfähiger werden müssen, ja, dass wir die Harmonie stärker beachten sollen. Das ist ja alles in vielen Religionen und Philosophien dort angelegt. Lernfähiger müssen wir sowieso sein, sonst lernen wir es gar nicht. Haben wir denn was, was die Chinesen von uns lernen können? Haben wir denn eine Chance, ein Werteeinfallstor aufzustoßen? Oder geben wir schon auf, wie der Großmeister dort, dass wir sagen, also Lernen kriegen wir nicht hin, leidensfähig kriegen wir nicht hin, Harmonie klappt auch nicht, mit einer Stimme sprechen wird auch nichts. Naja, wir um es mal ironisch zu spielen, wir hatten das ja 300 Jahre lang. Also das ist ja auch ein Grundproblem, dass die Chinesen unendlich viel mehr von uns wissen, als wir von denen. Das war das, was ich vorhin meinte mit der Vorbildwirkung des Westens. Und die haben uns alle sehr genau studiert. Warum? Weil die eben völlig perplex waren, wie es eine so kleine Weltenregion geschafft hat,
so erfolgreich zu sein? Weil nochmal, aus chinesischer Sicht, ich habe jetzt leider keine Karte, wenn ich Vorträge halte, werfe ich manchmal eine Karte an die Wand. Aus chinesischer Sicht ist Europa am linken unteren Ende der eurasischen Landplatte, also die absolute Peripherie, also die wirklich wilde Gegenden, wo sich Bären und Hasen gute Nacht sagen, ohne Rohstoff und alles. Und die waren jahrhundertelang perplex, wie es sein kann, dass so eine kleine komische Ecke da es geschafft hat, global den Ton anzugeben. Und das war erst recht der Fall übrigens, da stimme ich auch zu. Wir erinnern uns 1453, der Fall von Konstantinopel, das war das endgültige Ende der Seidenstraßen und das war auch das endgültige, wenngleich etwas verzögerte Ende der ägyptisch-griechisch-römischen Mittelmeerkultur. Das war das Ende der Seerepubliken Amalfi, Genua, Venedig und schwuppdiwupp rutschte das ganze Gleichgewicht auch in Europa an die karge Westküste von Portugal und Spanien. Also auch aus europäischer Sicht eine völlige Anomalie. Und da kann ich auch gleich einen Bourmont loslassen, weil ich mache das oft zur Aufwärmung, wenn ich so Vorträge halte. Folgendes Zitat: Das Mittelmeer war der Ozean der Vergangenheit, der Atlantik ist der Ozean der Gegenwart und der Pazifik ist der Ozean der Zukunft. Wer hat das gesagt? Weiß man nicht. Dann sage ich, ja, das hat ein amerikanischer Außenminister gesagt. Dann sagen viele, oh, John Kerry oder irgendwie von Obama oder irgendwie so. Nein, das war der amerikanische Außenminister Hay im Jahre 1904, als das zwergenhafte Japan es nach der Seeschlacht bei Tsushima geschafft hatte, den Koloss, tönernen Koloss Russland niederzuwerfen, die ungefähr 47 Mal so groß waren wie Japan. Das ist für mich auch der Beginn des asiatischen Jahrhunderts übrigens. Und deswegen habe ich dieses Zitat so gerne, weil das könnte man eins zu eins auf die Jetztzeit übertragen und man könnte zynisch hinterher schieben, einfach nichts gelernt in den letzten 80 Jahren. Okay, ich habe eine ganze Menge gelernt, nicht so richtig Erfreuliches, gebe ich zu. Wir sind hier und da Demokraten, deshalb ist die Frage ins Publikum, was gibt es für Meinungsäußerungen, was gibt es für Widerspruch, was gibt es für Attacken? Meine Attacken haben nicht zum Sieg geführt, das war schon klar. Wie sieht es bei Ihnen aus? Möchte jemand? Ich gehe mit Exzellenz voran. I'll switch into English and I'm so sorry that I'm not able to speak in German, please forgive me for this impossibility to speak in German. Anyhow, Professor, thank you very much for the explanation and the lecture. My question is this. We are living in a quite polarized world between US and China. And different countries being grouped into two different groups. So far, we've seen that Germany has managed to maneuver or to navigate between these two axes due to or because of political and democratic values, liberal values that they share with the US. And on the other side, because of economic interest that Germany has with China. But since we see that China is expanding not only economically, but militarily, and it goes without saying that it will expand politically too, either through cultural centers, officials, or different ways, my question is, how do you see Germany in next 5 years, let's say, related to these groups, on one side China and on the other side US with the Europe, sharing the same NATO but also other alliances, and whether it will be capable or what do you think, which will be the next position of Germany in 5 years, and second question is, you spoke about Europe, Southeast Europe, other issues, but I haven't heard anything about India. We know that the major competitor in global level to China is India. They are neighbors, competitors, and they are every day more and more analysis saying that maybe the country that could
economically, demographically, be larger and bigger and more powerful than China is India in a few years? Mm-hmm. So these are two my questions. Thank you. Well, each would require a two-hour discussion. No, but these are exactly the right. These are the pain points. Let me deal with India first, because that can be easily done. I'm not so optimistic. I'm not so bullish on India. Why? Because I've been doing a lot of business in India since 20 years. You know, already when Mr. Singh was in power, there were all these slogans, India shining, incredible India, and so forth. And as I was alluding to before, India has not delivered, and it will not deliver, in my view, for the next years to come. Partly because of the problems I mentioned, illiteracy, a very unhealthy Gini coefficient, and so forth. You know, the distribution between wealth, and because of its democratic structure. I mean, if you look at successful states in the south, in Kerala, you have sometimes coalitions of 20, 25 different parties. So even politicians like Manmohan Singh had a big problem in getting laws done. Admittedly, India has a more favorable demographic structure than China. I mean, it has the same type of population, but median age is something like 27 for the entire country. But you still have this, India is still strangulated by this lack of infrastructure. Every second water drop, every second kilowatt hour is lost in a corrupted and decaying infrastructure. We've been doing a lot of energy work, you know, with the World Bank power plants and this and that. So it's a disaster. And now, since these are Chatham House rules, I can speak open. There are several members of the board of DAX companies which would admit at the bar that India is very corrupt, so is China, but at least you get value for your money in China and you don't in India, if you see what I mean. So there is an inherent, inbuilt corruption and arrogance of the ultra-rich families there. Of course, you have a big success story in the IT industry, partly because the caste system is not so important in the IT structure. So that means you have certain pockets of successes, but overall, it's a huge challenge to lift India up. And Mr. Modi is a very, I mean, it's his second term now, and he's a very, polarizing figure. He's fostering Hindu nationalism in a very dangerous way. So I think it's almost like arson sometimes, you know, you had these riots and pogroms. So what I'm saying is there is a thin crust of political stability, but underlying you have a lot of potential for unrest and risk. I know that India at the moment is everybody's darling, but for very selfish reasons, because everybody wants to instrumentalize India to position it against China. And in one aspect, I have to tell you that I'm of a different opinion. I definitely do not think India and China are rivals, because they're in a completely different league. I mean, the GDP of India per capita is at the level of some wealthy African states, and China's GDP per capita is 80 times higher. Same for innovativeness, technology, and so forth. India, to speak in stock market language, is a consumption bet. I mean, you have an emerging middle class, yes, and you can install 25 new parks, yes, you can have some reform lifting VAT and so forth. But it reminds me a lot of the Africa investor story. You know, the story normally goes so, I've been so often on tour, say, oh, look at Lagos, the capital city of Nigeria. Lagos has, I don't know, 30 million inhabitants, but only 200 shopping centers. And in the next 5 years, you will have 2,000 shopping centers. Boom, 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 boom. So what does it mean? It's a very banal consumption story. But where's the innovativeness, apart from the IT sector? Where are natural resources and all that? So I do not see India
becoming a credible rival of China for the years to come that will remain with the states. And yes, to come to your first question now, yes, I see an increasing tendency that there will be two blocks, mostly affecting finance and technology. And yes, that's my direct answer. I do not see that this danger is appreciated or realized by the companies. Still, many German politicians and business people think, oh, we can manage to balance both sides. In my view, it may work for some time to come, but there is a very grave risk that in a few years' time, one of the two will put the gun to your head and say, make your choice. And a very important statement I'm trying to make is, it's not even sure that this will be the Chinese, because the Americans are far less altruistical as many people think. So if you look at data protection and all this surveillance, secret services and all that, the Chinese are just doing what the Americans have been doing for decades anyway. So where's the difference? So that's why in Germany, to come back to the situation, this discussion between these staunch Atlantic supporters and the and other sides which are more leaning towards Eastern Europe or Russia, or trying to say Germany should have a neutral stance. This is politically a very interesting discussion. I have no idea how it will pan out because of course, these at Atlantica, they have a lot of support, but they also have the support of the leading medias. If that would switch one day, that could create a completely new ballgame. But let me, in my view, that would be the ultimate horror for the Americans to have a Germany in the center of Europe, still the strongest economy in Europe, which we sometimes forget because we don't act accordingly. And we shouldn't worry, because soon we will not be the strongest any longer than we will have left it. No, anyway, but the Americans are probably scared of that day. And look at Nord Stream and all these discussions. That gives you a flavor how the Americans tick and how they act. And now, and you're absolutely right, given to the shortness of time, I was only talking about China and Europe. But of course, I had no time to talk about Russia. So in that context, Russia is much more relevant and interesting than India, because thanks to the exploding energy prices, Putin is back in the game. As we chatted before the thing, we all see a repetition of the great game of the 19th century. We see a potentially re-emerging Osman Empire with Erdogan trying to go back to the glorious old day. You know, the Crimean War, the Black Sea, and all of a sudden we are back in the 19th century, you know, you have Afghanistan. What is Afghanistan? Afghanistan is full of rare earth and resources, but it's the entry gate into India, and it has a direct neighbor in China and the Central Asian state. So Afghanistan is the pinnacle, is the embodiment of the great game of the 19th century, where Russia, Osman Empire, Great Britain, and China, they all meet. And To state it very openly, we completely lost the game. I mean, a complete disaster. I mean, what happened in Afghanistan will damage the reputation of the States and of the West for decades to come. That was our final our failure, basically, the final failure. And all these powers, you meet also in Balkans, in Western Balkans. Yes, exactly. And in your country, quite literally. You know, Serbia, you have Chinese policemen patrolling the Serbian streets. Like up until last week, you had literally China confronting the States and Europe in your country. Weltpolitische Einordnung. Es gab zwei Fragen. Dankeschön, ja. Nein, es geht der Reihe nach. Erst Herr Desch, dann der Herr im blauen Pullover. Wie kapitalistisch sehen Sie den chinesischen Marxismus? Sehr, sehr kapitalistisch, will sagen opportunistisch. Also es geht um maximalen Gewinn für den Einzelnen, gedeckelt durch das Allgemeinwohl. Also insofern auch nicht anders als bei uns, aber mit einem leichten Schwerpunkt bei der Allgemeinverträglichkeit.
Okay, bitteschön. Verlaub, ich teile ganz und gar nicht Ihre einseitige Darstellung, die könnte sagen sein, wir sollen ja auch ein bisschen kontra gehen. Zum einen, der Fokus auf die innenpolitischen Aspekte mag uns als außenstehende Welt zwar auch interessieren, gerade wenn wir uns auf aufklärerischer und philosophischer Basis und gesellschaftspolitischer Basis unterhalten wollen, aber in erster Linie stellen wir uns die Sicherheitsbedrohungsfragen und insbesondere auch die Frage, wer ist Asien? Sie sprechen ja so eindeutig davon, als ob China sprechen täte und könnte für Asien. Nein, in keinster Weise. Das kommt so ein bisschen rüber, weil letzten Endes ist ja genau die gegenteilige Tendenz da, wenn wir beispielsweise die Äußerung 2018, glaube ich, bei mir der Paran ganz offiziell an die eigene Armee gerichtet seitens des chinesischen Präsidenten. Ja. Man solle sich auf den Krieg vorbereiten. Ja. Auf Taiwan benutzt, man soll sagen. Aber was das für eine Wirkung in der Umwelt, also der Nachbarschaft von China ausgelöst hat, dass alles Staaten drumherum, nicht nur wegen der südchinesischen Inseln, sondern auch andere Abhängigkeiten, die sie haben, eher eine Tendenz pro Amerika wieder einzunehmen, gedenken, liegt ja auf der Hand. Also ich sehe insofern eher ein China, also diese Perspektive erlauben, was sich zunehmend in der Bredouille sehe, sich selbst zu isolieren und gerade deshalb nicht Nation Building zum Beispiel oder Alliance Building, nicht Nation Building, Alliance Building betreiben kann, was gerade der Vorteil der Amerikaner ist. Die konnten es über das über 100 Jahre schon. Warum sind sie so attraktiv? Die Chinesen eben gerade nicht, wäre dann die Frage. Und das hängt natürlich mit der Luft zum Atmen, der Freiheit zusammen. Wenn wir die nicht haben, dann wird auch jedes Modell nicht attraktiv sein. Das ist meine These. Da haben wir wieder einen menschlichen und innergesellschaftlichen Aspekt. Aber letzten Endes wirkt er sich natürlich auf die Frage aus, mit wem wollen wir ins Bett, wenn es um Alliance Building geht. Und am Ende stelle ich die Frage, how do you better prepare for war and preserve peace? Und genau darum geht es aus meiner Sicht heutzutage. Genau deshalb unterschätzen Sie bitte nicht, sonst reagiert China so dringlich auf die Frage, AUKUS, also Australien, US, war nur ein Business, aber geht darüber hinaus, und Quad. Wie wird sich ausgestalten? Aber die Märkte, Sie merken schon, anhand der U-Boot-Deals nicht umsonst, ist das China sehr unempfindlich. Und die Frage wird wirklich sein, wie viel ist pending? Wo sehen Sie die Weltmacht, dieses Konstrukt? Wie soll denn die Welt der Zukunft aussehen? Da kann man nicht mal eine China organisieren. Nein, natürlich nicht. Und wir werden uns Deutschlands committen wollen. Die Coupling ist als Motorrad, aber wir werden uns committen müssen. Und dann stellt sich die Frage, mit wem wollen wir? Und dann kann ich nur sagen, natürlich eindeutig mit den Amerikanern im Zweifel. Ja. Ja, nein, also ich bin sehr dankbar für diesen Einwurf, weil aus einem ganz wichtigen Grund, also das hat mich jetzt auch wirklich, wirklich erschüttert und das mir, weil ich wirklich seit 30 Jahren mit zwei Adjektiven belegt werde, nämlich panasiatisch und holistisch. Und das ist ein ganz wichtiger Satz, also den sage ich wirklich nachweislich seit 40 Jahren. Asien ist mehr als nur ein Land. Und das hat mich schon immer aufgeregt. In den 80er Jahren hat sich alles nur auf Japan fokussiert. In den 90er Jahren auf die kleinen Tigerstaaten bis 1997. Seit den Nullerjahren ist es China. Und Asien ist viel mehr als nur ein Land. Deswegen habe ich ja drei Bände, a 400 Seiten geschrieben, das asiatische Jahrhundert, um Asien erstmal grob zu unterteilen. Ostasien, das ist eben China, Japan, Korea, da. Dann Südasien, das ist eben Indien mit Trabanten, Bangladesch und dann Südostasien. Und die stehen alle in einem permanenten Austausch und in einer Art dynamischen Gleichgewicht. Also insofern ist es exakt andersrum. Ich bin derjenige unter den China-Experten, der immer eine auf den Deckel bekommt, weil ich mich eben nicht nur auf China stürze, sondern weil ich immer sage, China plus one und wir müssen gucken, was in der Region passiert, in South China Sea und so weiter und so weiter und so weiter. Also das hat mich jetzt wirklich betroffen gemacht. Also es ist exakt andersrum. Bei Ihrem zweiten Punkt haben Sie natürlich völlig recht und da muss ich ehrlich sagen, das ist dann aber Geschmackssache. Auch da vielleicht zu meiner Erläuterung. Ich habe auch nie gesagt, dass die Chinesen besonders geschickt sind im Nation-Building oder im Bündnis. Eben gerade nicht. Das ist ja das Reich der Mitte. Die waren es gewohnt, der Gipfel der menschlichen Zivilisation zu sein. Und die haben sozusagen in konzentrischen Kreisen um sich herum die Zivilisationen gebildet. Die haben es aus ihrer Sicht gar nicht wirklich nötig, enge Verbündete zu haben. Und die One Road, One Belt Initiative hat eben in erster Linie auch
logistische und industriestrategische und auch militärisch-strategische Bedeutung. Insofern ist es vollkommen richtig, dass jetzt diese Indo-Pazifik-Allianzen und so weiter, was jetzt von den USA da so propagiert wird, natürlich irgendwie geschickter ist, wie das, was die Chinesen machen. Aber für mich sind das trotzdem alles relativ kurzfristige, opportunistische Zweckbündnisse. Was ist denn das für eine komische Allianz, mit diesem Indo-Pacific, sozusagen die Allianz der Guten. Also alle Demokratien in Asien tun sich zusammen. Da sind dann die Japaner dabei und alle möglichen Leute. Das hat mit echter Demokratie relativ wenig zu tun. Das sind einfach strategische Zweckbündnisse. Und wir hatten das Thema ja schon mit Indien, als die Frage mit nach Indien kam. Indien ist seit 30, 40 Jahren halt sehr eifersüchtig auf die Aufmerksamkeit, die China bekommt. Und die freuen sich natürlich, dass sie jetzt so umworben werden. Aber da ist keine wirkliche Substanz dahinter. Und deswegen glaube ich im Übrigen aber, dass es nie, und das ist Ihr dritter Punkt gewesen, zu dieser Frage kommen wird, mit wem wir uns ins Bett legen. Es wird nie die Frage sein, ob wir uns mit China ins Bett legen, weil China wird uns nie fragen. Weil im Gegensatz zu den USA wollen die Chinesen gar kein weltweites Bündnis System und so weiter. Die wollen einfach in Ruhe das Reich der Mitte sein. Die wollen reich und wohlhabend und mächtig werden und indirekt ihre Macht ausüben. Aber die haben gar kein Interesse auch an dieser imperialistischen Eroberung. Deswegen brauchen wir auch keine Angst haben, dass hier die Chinesen sind. Alles, was jetzt so abläuft, das Buch, die lautlose Eroberung, dass eben Einfluss gekauft wird und Lobbyismus und Abhören und so weiter, das passiert ja auch von der amerikanischen Seite. Also ich würde sogar so weit gehen wollen und sagen, letztendlich ist das amerikanische Vorgehen ein viel simpleres, weil die Amerikaner sind ja historisch gesehen auch die Teenager der Weltgeschichte. Ich meine, jeder niederbayerische Dorfbrunnen ist älter als die USA. Nein, und die sind halt so die im jugendlichen Teenager und die sind sehr quantitativ. Da geht es um Rüstungsoutput und so weiter. Und nur ein ganz kleines Beispiel. Es wird ja immer rum erzählt, oh, und die Chinesen rüsten so massiv auf und jetzt ziehen sie prozentual mit den Amerikanern gleich. Was man aber dann gerne vergisst, ist, dass der Rüstungshaushalt der USA mit 700 Milliarden zehnmal so groß ist wie der von China und den 8 nächstplatzierten zusammengenommen. Ja, aber natürlich rüsten die Chinesen auf. Das ist auch ihr gutes Recht. Aber wie gesagt, was werden sie damit machen? Ich glaube nicht, dass sie in Europa einzelne Länder oder Europa fragen oder zwingen wollen, die Seite zu ergreifen. Sie werden es viel subtiler machen. Es wird wie bei meinem Beispiel mit den Industrieparks sein. Sie werden sagen, okay, wenn ihr nicht auf unsere IT-Struktur aufsetzen wollt, dann macht ihr es halt nicht. Und wenn das dann der Fall sein sollte, dann ist es wirklich persönliche Geschmackssache, mit wem man sich mehr ins Bett legt. Ich würde mich wahrscheinlich mit keinem der beiden ins Bett legen. Ich hätte viel Freude an einem autonomen, starken Europa, was diese enorme kulturelle Vielfalt, diesen enormen Reichtum an Kunst, Kultur und Wissenschaft und Landschaft hat. Das wäre mir am allerliebsten. Also ich würde mich für keine Seiten entscheiden wollen. Dankeschön. Ich habe jetzt noch 4 Wortmeldungen, die möchte ich. Jetzt kommt die 5. Ich glaube, Sie sind jetzt dran. Genau. Sie haben uns ja so ein bisschen ratlos hinterlassen, nachdem Sie die wirtschaftlichen Aspekte jetzt hier am Anfang stark in den Vordergrund gerückt haben und solches. Da wird man ja ein bisschen auch demütig. Chinesisches Zeitalter, China Werkbank der Welt, man könnte ja noch weitere Schlagworte machen. Sie haben jetzt ein bisschen dann auch auf den Aspekt verwiesen, dass natürlich die amerikanische Hegemonie im Wesentlichen sich natürlich aus der militärischen Überlegenheit speist als solches. Und haben ja auch schon angesprochen, dass also die Chinesen wahrscheinlich nicht diese Überlegenheit vielleicht gar nicht anstreben, aber jedenfalls von den realen Ressourcen überhaupt nicht erlangen können. Und insofern bin ich ein bisschen dann wieder beruhigt gewesen nach dem Motto, das wird vielleicht doch nicht nur die bipolare Welt, hier China, dann Amerika und dann so ein paar Mittelmächte wie Russland, Indien und vielleicht auch noch EU. Die Seidenstraße endet ja in Duisburg und vielleicht ist das ja alles Griff auch mit der EU. Also insofern haben Sie den Aspekt schon mal angesprochen und hätte ich ihn nochmal abgefragt, ob also jetzt tatsächlich nochmal der militärisch-industrielle Komplex also hier uns ein bisschen Bewegungsfreiheit gibt.
Ich bin im Übrigen nicht so äquidistant gegenüber Amerika und China nach dem Motto. Denn nach meiner Meinung vertritt natürlich die Amerika westliche Werte als solches. Und Werte sind ja das, was für unsere Politik in den letzten Jahren, jedenfalls nach 1945, immer schon ganz entscheidend war, jetzt hier auch in der deutschen Außenpolitik als solches. Und da würde ich mich doch immer wieder auf diese Westorientierung von Deutschland zurückziehen als solches. Und da würde ich meine zweite Frage jetzt also anschließen. Sehen Sie tatsächlich so eine Wertenivellierung auf uns zukommen, wie ich das aus Ihrem Vortrag rausgehört habe als solches? Es gibt doch westliche Werte. Meinungsfreiheit ist ein westlicher Wert. Die Situation in Hongkong ist doch nicht sehr befriedigend, wie China dort vorgeht als solches. Wir müssen ja nicht das Trump-Amerika jetzt hier uns als das Amerika vorstellen. Das mag das Obama-Amerika sein, vielleicht auch das Biden-Amerika, was wir ja auch einmal hier in ein paar Jahren anerkennen werden. Aber das sind doch Werte, die aufrechterhalten bleiben als solches. Und sie sind natürlich auch festgelegt in etwa in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Also es gibt nicht nur asiatische Menschenrechte und amerikanische Menschenrechte, sondern wir haben ja versucht, eine allgemeine Erklärung der Menschenrechte zu finden als solches. Und ich meine, die sollten wir doch auch hochhalten. Sicher, das Schlagwort, wenn ich das verwenden darf, ist Universalismus. Und das ist ja genau der Punkt, dass im Westen Werte postuliert wurden und werden, die universell gelten sollen oder sollten. Problem aber, dass im Namen dieser universellen Werte, weiß ich nicht, 400 Millionen Leute in Mittelamerika getötet wurden und so weiter und so weiter. Was ich damit meine, ist Folgendes. Das ist einfach diese frappierende Diskrepanz von Theorie und Praxis. Und das meinte ich vorhin. Das hat dazu geführt, dass dieser Universalismus der westlichen Werte in Asien mittlerweile einen schlechten Klang hat, weil die Realität dagegen spricht. Und das ist genau, wie Sie sagten, der Sturm aufs Kapitol und dieser unsagbare sogenannte Rückzug aus Afghanistan in der Kombination wurde, wie ich finde, völlig verständlicherweise mit Häme kommentiert. Nicht nur in der chinesischen Presse, auch in den ganzen asiatischen Pressen, weil es eine völlige moralische und politische Bankrotterklärung der sogenannten universellen Werte. Jetzt bin ich der Erste, der sagt, Theorie muss man immer von Praxis unterscheiden. Ich meine, der Grund, Inquisition und Kinderkreuzzüge und so weiter soll kein Grund sein, dass man jetzt nicht Papst Franziskus folgen soll. Also Theorie und Praxis ist immer ein Problem. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, das darf nicht unterschätzen, dieser westliche Universalismus hat einen schalen Beigeschmack bekommen in den letzten 200 Jahren und das darf man nicht unterschätzen. Und jetzt muss ich noch mal darauf hinweisen, Mohamed Mahathir, der ja immer noch lebt und aktiv ist mit 94 Jahren, der hat ja schon Mitte der 90er Jahre vollmundig die asiatischen Werte verkündet. Und das hat großes Aufsehen im Westen hervorgerufen, so von wegen, oh, was erlaubt sich jetzt der aus der dritten Welt, da jetzt mit irgendwelchen Werte anzukommen, wobei die gar nicht so schlecht waren, wenn man sich die mal anschaut. Da war viel drin, was auch Kant, Leibniz, Aufklärung unterschreiben hätte können oder der Konfuzianismus. Das ist ja jetzt eine Sache der Weltanschauung. Meine persönliche Weltanschauung ist eher so das Quellengleichnis oder der Gipfel des Berges. Man kommt eben von verschiedenen Seiten auf den Gipfel und dann ist man da eben, also die Essenz sozusagen. Aber das wurde dann gleich vom Tisch gewischt, weil es eben da aus der dritten Weltecke kam. Und das ist der Punkt, der, glaube ich, zunehmend an Relevanz gewinnt. So wie sich die Frauen benachteiligt fühlen, fühlen sich auch viele Emerging Markets Länder benachteiligt und nicht genügend repräsentiert. Und das ist also einfach ein Thema der Glaubwürdigkeit. Herr Halbach. Der Afghanistan-Rückzug und Sturm auf das Kapitol hat nichts mit westlichen Werten zu tun. Ich glaube, das können wir nicht festhalten. Aber ich wollte ja natürlich, ergänzen. Aber mit der Abwesenheit derselben. Mit der Abwesenheit. Jawohl. Deshalb auch Themen.
verstehe ich. Ich wollte etwas ergänzen, nicht richtig stellen, aber ich muss ein Vorurteil bedienen. Ich bin Datenschützer. Datenschutzzentrum, Datenschutz ist ein Hobby von mir. Aber Sie sagten, der neue Datenschutz, den China dort aufgebaut haben, wäre schon gleichwertig wie unser europäischer. Oder Sie haben es fast ähnlich formuliert. Man muss sich das anschauen, dass diese Stimmen, die in der Presse dazu waren, von technischen Nerds geschrieben worden sind. Nach meiner Meinung waren die von China gekauft. Jeder, der sich mit dem Datenschutz auseinandersetzt, sieht den vollkommenen Kulturunterschied. In China gehören die Daten dem Staat am Ende der Partei. Richtig. Bei uns ist der Datenschutz so aufgebaut, dass die Daten der Person gehören. Schutzbedarf ist in Europa der Mensch. In China der Staat, die Partei. Richtig. Völlig anders, unterschiedliche Grundausrichtung, also ein Kulturkampf. Richtig. Richtig. Und da muss ich leider zugeben, da sehen wir in Europa ganz schlecht aus und werden diesen Kampf wohl verlieren. Ja. Denn gegen diese Mittel wäre eine so gesteuerte Informationstechnik, wie die Chinesen das haben, da kommen wir nicht gegen an. Da müssten wir uns viel einiger sein. Im Übrigen auch viel einiger sein gegen die Amerikaner. Denn auch die Amerikaner, die gerade Wertekonsens mit uns halten, anscheinend, so wird es hier ab und zu erzählt, verstehen den Datenschutz nur innerhalb von den USA. Und der Datenschutz gilt nicht für europäische Bürger, die in die amerikanischen Staaten einreisen. Der europäische, man kommt hier als Chinese hier rüber, hat einen Anspruch auf den europäischen Datenschutz. Ja, das sind grundlegende, unterschiedliche Grundauslegungen. Und lassen Sie mich dieses noch sagen, als Freimaurer, der ich ja wahrscheinlich bin, wenn ich hier sitze, habe ich diesen Paragraph Artikel 9, da sind wir Freimaurer drin geschützt, nicht explizit, aber im übertragenen aus braunen Zeiten heraus ergebend, stehen wir da drin, bin ich diesem viel näher. Weiß aber, dass ich höflich untergehe und mit dem Messer zur Schießerei komme. Das war ja keine Frage, sondern eine Ergänzung. Bitte schön. Ja. Eine Anmerkung und eine Frage, ich versuche mich trotzdem kurz zu fassen. Meine erste, also die Anmerkung ist, ich finde ein Stück weit schon anmaßend, dass wir Europäer immer davon reden, von unseren universalistischen Menschenrechten. Das finden die Chinesen, die Asiaten einfach uncool auf dem Deutsch. Also das ist eine Entstehung in Europa, das ist christlich-humanistisch. Das ist nach 1945 weitergegangen. Damit haben die Chinesen nichts am Hut. Die finden also, die fragen sich, was wollen die denn jetzt von uns? Deswegen haben sie auch nicht den Vertrag unterschrieben von den internationalen Strafgerichtshof, wie die Amerikaner auch nicht. Das ist genauso wie dieses Kulturverständnis, die edlen Samurai. Es hat nichts mit den Rittern zu tun. Ein Samurai in Japan wäre man abends wirklich nicht gerne nachts begegnet. Das waren schlecht gelaunte Landsknechte, die nicht schlecht bezahlt wurden. So hat es mein Japanologe zumindest erklärt. Meine Frage hat etwas mit der Freimaurerei zu tun. Mir hat mein Bruder mal etwas salopper gesagt, als ich es jetzt sage, wenn man bis zum Hals in der Tinte steckt, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Und es wurde jetzt schon öfter gesagt, wir haben ja einiges zu bieten mit unseren Werten. Ja, absolut. Die Frage ist, welche Werte finden wir denn jetzt eigentlich so gut, dass wir sie nicht als Export tun wollen? Das wäre ja nicht dieser Anmaß, sondern dass wir sagen, damit können wir bestehen in den nächsten 20, 30, 50 Jahren. Das ist natürlich an einen Nicht-Freimaurer gefragt, schwierige Antwort. Ne? Aber vielleicht gibt es andere, die was dazu sagen wollen. Ich muss den Referenten etwas in Schutz nehmen. Aber natürlich nicht beschneiden, Herr Professor Fendi. Okay, dann machen wir weiter hier hinten. Ja. Herr Professor, Sie hatten vorhin die Kultur des sowohl als auch beschrieben, was ich sehr interessant fand. Vor allem im Zusammenhang dessen, dass wir im Westen doch eine gewisse Arroganz an den Tag legen, gerade gegenüber China, die ja eine uralte Kultur ist, wesentlich älter als unsere. Und deswegen wäre meine Frage, wäre es nicht sinnvoll, einfach unsere Arroganz etwas zurückzuschauen, einfach mal zu schauen, sowohl als auch, dass wir die Kultur erstmal kennenlernen, natürlich, verstehen lernen,
dann versuchen, in eine Kommunikation zu treten, in einen Austausch, wo man dann eben auch vielleicht gewisse Werte austauschen kann, gemeinsam Nenner findet und trotzdem als zweite Option eine Last Line of Defense aufbaut, dass man sagt, okay, wir reichen euch die Hand, wir sind offen, wir meinen es aufrichtig, aber im Fall des Falles, schon andere Dinge gesehen, wie China agieren kann, haben wir trotzdem noch ein Ass im Ärmel. Wäre das vielleicht eine Option, um eine Lösung zu finden für die Zukunft? Absolut. Also besser kann man es nicht formulieren. Das wäre genau mein Plädoyer. Das ist genau das, worauf ich hinaus wollte. Sich nicht klein machen, kein Kotau oder China glorifizieren, aber auch nicht dämonisieren, sondern eine ganz nüchterne SWOT-Analyse und eben sozusagen zu seinen eigenen Werten stehen, aber trotzdem die Kanäle offen halten und auf Augenhöhe sich begegnen. Also ist genau das. Und das ist, glaube ich, das Einzige, was zum Ziel und Erfolg führen könnte. Die Freimaurer machen immer 3x3, es sind 9. Deshalb die Nummer 8, Herr Rasch, und die Nummer 9, Herr von Falkenhayn. Und dann würde ich die Runde zumachen. Ja, danke, ich habe aber jetzt keine freimaurerische Frage in dem Sinn. Wir haben jetzt viel gehört. Herzlichen Dank für diese hochinteressante Erklärung und Darstellung. Wir haben immer von der wirtschaftlichen Macht gesprochen, von der Kultur, aber nicht von dem militärischen explizit. China, eine aufstrebende Macht, wird wahrscheinlich nicht da bleiben, wo es ist. Was passiert mit Taiwan, wenn die jetzt wirklich Taiwan wirklich rückerobern wollten? Wie verhält sich dann die westliche Welt? Das ist eine Frage, die ja oft gesprochen wird, weil man sagt, die Chinesen seien ja sehr aggressiv in der Außenpolitik. Kann man das so bestätigen? Jein. Also ich habe es vorhin so konkludent ein bisschen mit abgehandelt. Traditionell ist die chinesische Politik nicht expansiv, militärisch gesehen. Aber es gibt zwei Ausnahmen, die in Sicht der Chinesen das chinesische Kernland betreffen. Und da wird natürlich dann auch viel mit gefälschten Karten und das waren früher meine Inseln, das waren deine und bla 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 gearbeitet, die Nine-Dash-Linie und so weiter, das südchinesische Meer. Also das ist sozusagen die Ausnahme zu der Regel, aber das ist ein gewisser Trost, weil man muss es nicht damit rechnen, dass die chinesischen Verbände entlang der Seidenstraßen nach Zentralasien und Europa vorstoßen. Das nicht, aber Taiwan ist in der Tat ein Sonderfall. Und ich will jetzt keine Partei ergreifen, weil ich bin jetzt schon zwei, dreimal irgendwie falsch verstanden worden. Aber trotzdem, wenn man sich die Faktenlage anschaut, Taiwan ist eine Insel, die ist gerade mal so weit entfernt wie Kuba von den USA. Und da haben jede Menge Natives gelebt, die zum großen Teil massakriert wurden durch die Verbände der Kuomintang, als Chiang Kai-shek nach dem verlorenen Bürgerkrieg 1949 inklusive der chinesischen Goldreserven und einer Vielzahl von chinesischen Kulturschätzen aus dem Palastmuseum der Verbotenen Stadt dahin gebracht hat. Das heißt, ganz nüchtern konstatiert, die zugereisten Festlandschinesen waren auch Eroberer und Unterdrücker auf Taiwan und haben sich da festgesetzt. Und die Familie von Chiang Kai-shek war ja bis vor wenigen Jahren auch noch am Drücker. Also das muss man wirklich mal sich vor Augen halten. Zweitens ist es natürlich eine massive Demütigung der chinesischen Zentralregierung gewesen, die sich ja als legitime Nachfolger der kaiserlichen Dynastie sehen, dass da immer noch auf diesem kleinen Eiland quasi in Griffweite die Abtrünnigen sitzen mit den Goldreserven und den unermesslichen Kunstschätzen und so weiter. Das erklärt vielleicht, warum das die Chinesen immer in Wallung bringt. Deswegen glaube ich schon, dass die Chinesen nach wie vor ein existenzielles Interesse daran haben, Taiwan heimzuholen. Bis vor wenigen Monaten habe ich immer gesagt, sie machen das sehr subtil über wirtschaftliche Art und Weise. Es gibt überhaupt eine starke wirtschaftliche Verzahnung zwischen Taiwan und China. Also da wird sehr viel investiert. Es gibt Cross-Holdings und so weiter und so weiter. Dann gibt es ja diese ganzen Chip-Hersteller, TSMC und so weiter. Also da gibt es starke Abhängigkeiten. Das Säbelrasseln ist ganz aktuell. Das ist in den letzten Tagen und Wochen passiert. Diese ganzen Jagdfliegerverbände, die da jetzt hin und her fliegen. Die ganzen U-Boote, die aufgerüstete Küstenwache in China, die ja mehr Firepower hat als so manche reguläre Deepwater, Blue-Water-Marine von anderen Staaten. Das ist alles der Fall. Die wollen halt die taiwanesische Regierung, die ja jetzt in der Form der neuen Regierungschefin auch selbstbewusster auftritt, so ein bisschen mürbe machen.
Nach wie vor glaube ich persönlich aber nicht, dass es kurzfristig zu einer militärischen Intervention kommt. Sie werden eher auf so eine Art Zermürbungstaktik setzen. Wenn überhaupt, dann wird vielleicht im Zeitraum von 3 bis 5 Jahren was passieren, wenn es überhaupt nötig ist. Punkt. Was mir viel mehr Sorgen macht, ist, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, ist, dass durch einen unglücklichen Zufall, durch einen terroristischen Anschlag oder durch einen Unfall eine Eskalation in Gang gesetzt wird. Also wie gesagt, diese No-Fly-Zones sind ja kein Spaß. Da sind Jagdfliegerstaffeln wirklich auf 2 Meter mit enormer Geschwindigkeit. Da braucht man sich nur mal am Träger berühren und dann geht die Post ab. Also das ist sehr heikel. Und da muss ich sagen, da habe ich zu wenig Ahnung von Wahrscheinlichkeitsrechnung, wenn man das 3, 5 Jahre lang laufen lässt, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass da mal was passiert. Also das würde mir Sorgen machen. Und dann gibt es eben diese ganzen Verknüpfungen. Da hat ja der Kollege vorhin die Frage gestellt, die beste Vorbereitung für den Frieden ist eben, sich für den Krieg zu rüsten. Naja, das hat man bis 28. Juni 1914 auch gedacht. Also Stichwort Christopher Clark, schlafwandelnd in den Ersten Weltkrieg gehen, da sehe ich eben ein massives Risiko mit diesen ganzen Verkettungen. Und deswegen, der fiktive Plot meines Thrillers war ja, dass rechtsgerichtete Kreise in Japan, die es ja immer noch gibt, den Bündnisfall mit den USA auslösen wollen. Und wir wissen ja alle, Taiwan hat ja keinen schriftlichen militärischen Beistandspakt mit den USA. Und die USA, da muss ich sagen, auch mal was Positives zu sagen, das machen sie sehr geschickt, wie sie da beide Bälle in der Luft halten, wie sie Taiwan einerseits und unterstützen und so weiter, ohne sich aber festzulegen und dadurch China zu vergraulen. Die Frage ist, ob diese elegante Politik jetzt sustainable ist, ob die durchzuhalten ist für die nächsten 2, 3 Jahre. Herr von Falkenhayn. Ja, Sie hatten zu Beginn für mich eine ganz wichtige Vokabel gebraucht. Und das war, Sie sagten, China hat einen Anspruch. Und das Problem, was ich sehe bezüglich Deutschland, ist, dass im Grunde kein Anspruch auf globale Ebene. Mhm. Wir haben zwar Anspruch, Fußballweltmeister zu werden, und andere Ansprüche, aber beispielsweise Exportweltmeister sind wir mehr nicht Zufall gebraucht. Das ist ja wirklich ein Anspruch. Und wenn man Deutschland nur so in der Qualität führen würde wie ein Konzern, das heißt mit einer klaren Strategie und dann natürlich der notwendigen Flexibilität, aber immer wissen, wo das Ziel ist und nicht zum Schluss in der letzten Nachtsitzung dann doch alles über den Haufen werfen und die Fahne einzuholen oder anderes. Ich glaube, da wären wir sehr viel stärker und stärker in dem Sinne, nicht machtpolitisch gegenüber anderen, sondern für die Zukunft gerichtet. Mhm. Den zweiten Gedanken, den ich noch ansprechen wollte, ist der Frage, das Wort ist ja vorhin gefallen, von Freiheit, das ist ein ganz hoher Wert und insbesondere für uns Freimaurer das Wort Menschenrechte, können wir gleich noch anhängen. Wir haben einen Wertekampf. Aber das Problem, in dem ich zumindest die derzeitige Gesellschaft sehe, ist, dass wir eine Überbetonung des Individualismus haben. Absolut. Und das Wort, was Sie mehrmals geprägt haben, ist aus meiner Sicht sehr weise, dass sowohl als auch. Das heißt, den Ausgleich, das heißt, die Waage, dem einen und das andere zu finden. Die Waage zwischen gesellschaftlichem Interesse und individuellem Interesse. Ganz genau. Und da geht es natürlich in China zu sehr Richtung Gesellschaft, aber aus meiner Sicht in der westlichen Welt zu sehr Richtung Individualismus. Mhm. Und wenn wir eins lernen könnten, aus dem Spiegelbild von China, nicht kopieren, aber etwas mehr auch erkennen, wie weit eine gesellschaftliche Notwendigkeit
mit einer anderen, sag ich mal, Geschwindigkeit durchgesetzt wird. Das meine ich gar nicht jetzt im Sozialen, sondern ich meine schlicht, wenn man eine Autostraße bauen will oder hier Fernleitung und anderes braucht. Diese Verzögerung und diese Einsprüche, die hier alles möglich sind, das sind Blockaden, die sind nicht zukunftsweisend. Und da müssen wir aus China lernen, der Wettbewerb, die Geschwindigkeit in anderen Ländern ist wesentlich schneller. Mhm. Danke. Ja, ich bedanke mich auch recht herzlich bei den Fragestellern, bei den Ergänzern, bei den Diskutanten und natürlich bei Ihnen, sehr geehrter Herr Professor Pilny. Vielen, vielen Dank, dass Sie hier Rede und Antwort gestanden haben. Ja.